Hallo Erzählfreunde und willkommen zu diesem neuen Video. Und ja, ich kann nicht verzögert sprechen oder irgendwie sowas, sondern leider ist mein Lavalier-Mikrofon an mir ausgefallen, wie schon so oft. Und es war auch so windig, dass das Mikrofon auf der Kamera zu dem Zeitpunkt hier absolut unbrauchbar war. Gleich während des ersten Fluges ist das brauchbar, das heißt, da nutzt man dann den Ton. Und im zweiten Fall von dem Video funktioniert auch das normale Mikrofon wieder, das heißt, da ist der Ton dann wieder richtig. Und ja, deswegen kommt das Ganze jetzt mal kurz hier aus dem Off reingeschnitten als Voice-Over. Kurze Erklärung, was wir heute machen. Und zwar werden wir diesmal 6 Blattpropeller auf einem 5 Zoll Kopter probieren. Normalerweise sind diese mehrblättrigen Propeller oder wie man das jetzt sagen möchte, ja eher bei so kleineren bekannt. Wir haben das gleiche Video auch schon mal gemacht mit den 8 Blatt und 3 Blatt Propeller Vergleich bei einem 3 Zoll Diatone. Und bei 5 Zoll ist sowas ja wie gesagt eher unüblich. Allerdings habe ich mir gedacht, warum nicht? Können wir einfach mal ausprobieren. Die Propeller waren jetzt auch nicht teurer als normale. Und deswegen werden wir jetzt mal einen Testflug machen. Einmal erst mit den ganz normalen 3-Blatt-Propellern, die ich jetzt schon an dem Ding hier dran habe. Und dann gleich mit diesen HQ-Prop 6-Blatt-Propellern. Dann würde ich sagen, fangen wir mit dem normalen Flug von den 3-Blatt-Propellern an. So, also da sind wir schon mal in der Luft. GPS kriegen wir scheinbar nicht rein. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keinen Bock, hier noch eine Dreiviertelstunde rumzustehen und zu warten, ob und wann wir GPS hier reinkriegen. Ja, und das Ding fliegt sich schon echt nicht schlecht mit den Propellern. Boah, ist ein Wind, muss man ja sagen. Ich muss aber auch sagen, ich bin kein riesiger Fan von diesen Propellern hier. Das sind jetzt die HQ Prop Air 42, also 5,1 Zoll, 4,2er Pitch, 3 Blatt Rennpropeller, Racing Propeller, wie auch immer. Die sind gefühlt sehr laut und halt sehr aggressiv. Gut, sind halt Rennpropeller, also ergibt auch irgendwo Sinn. Aber ich weiß es nicht. Also ich muss sagen, diese Vanover 5,1, ich glaube 4,5 oder 4,3 Pitch 3 Blatt sind bis jetzt meine Lieblingspropeller. Habe ich mir auf den Propellern jetzt, auf den Motoren jetzt hier noch nicht ausprobiert. Aber die haben mir bis jetzt am besten so gefallen immer. Aber die sind auch in Ordnung, so ist nicht. Also ja, und das andere sind halt HQ Prop. Das will ich jetzt nicht lügen, 5x, 4x6, also 5 Zoll, nicht 5,1, 4er Pitch und 6 Blätter halt, statt hier 3. Ich meine, dafür, dass es jetzt heute auch relativ windig ist, also davon spürt man hier bei der Nasscode echt nicht viel. Das Ding fliegt wirklich sehr kontrolliert und sanft. So, dann schauen wir mal, wie schnell das Ding ungefähr ist. Jetzt nicht GPS-Geschwindigkeit, einfach nur so. Ja, langsam ist das auf jeden Fall nicht. Dann nochmal in die andere Richtung. Okay, das war deutlich schneller. Obwohl der Wind eigentlich hier von der Seite kommt. Kannst du mal so rumprobieren. Ich meine, warum nicht, wenn wir schon mal hier sind. Gehen wir noch von hier rechts nach links rüber. Da sollte er auf jeden Fall der schnellste sein. Das ist extrem laut. Also die Nasscode war an sich schon immer sehr laut. Aber heilige Scheiße, das ist echt sehr laut jetzt. Wie gesagt, diese Propeller sind gefühlt auch echt ziemlich laut. Ja, aber ganz ehrlich, also die fliegen sich einwandfrei. Also generell, ich sag's ja immer wieder, wenn man vernünftige Komponenten verwendet, dann ist das ab einem gewissen Punkt echt nur noch Geschmackssache und Feintuning. Weil ich habe hier noch nie irgendwie was, also was heißt noch nie, aber ich habe hier jetzt andere Propeller und andere Motoren dran. Und ich habe hier noch nichts dran getuned oder irgendwas jetzt am PID-Tuning oder an Filtern. Das sind immer noch die PIDs und Filter von der Nazgul V2. Die habe ich irgendwann einfach mal da drauf gemacht. Und na klar, würde immer noch besser gehen, könnte man sicherlich noch etwas schöner abstimmen.
Aber das Ding ist einfach frei, ne? Also, ja, weiß ich nicht. Ich meine, auch generell ist 5 Zoll natürlich etwas weniger windanfällig. Beziehungsweise deutlich weniger windanfällig. Ja, jetzt ist hier schon echt ziemlich windig. Ich hoffe, dass man das überhaupt auch vernünftig versteht hier. Aber das fliegt sich echt einwandfrei. Also. Ja, ich bin gespannt, wie sich das gleich verhalten wird, wenn ich hier so langsam nah am Boden fliege, ob ich da mit den anderen Propellern irgendwie bessere Kontrolle haben werde oder so. Obwohl, wie gesagt, das hier auch eigentlich sich vollkommen in Ordnung fliegt. Wie gesagt, ein bisschen laut finde ich das Ding, ein bisschen sehr laut, aber ja, mal schauen. Ich komme jetzt mal langsam wieder rein und dann schauen wir mal, wie wir das mit den anderen Propellern so fliegt. Okay, die 6-Blatt-Propeller sind dran, wie man sieht. Leider musste ich gerade feststellen, dass ich leider doch das Mikrofon nutzen muss, weil das hier schon wieder abgekackt ist. Hoffentlich funktioniert es jetzt. Ich weiß auch nicht, was das immer für ein Problem ist. Ich werde das, glaube ich, einfach alles nochmal neu kaufen. Und ja, was schon mal direkt auffällt, sieht auf jeden Fall interessant aus. Und hier so zwischengreifen ist ein bisschen schwieriger, weil dann einfach gefühlt überall Propeller ist. Das heißt, ein bisschen mehr Platz nimmt das schon weg. Aber ja, sieht schon interessant aus. Und dann würde ich sagen, heben wir direkt mal ab und schauen mal, wie sich das jetzt damit fliegt. Okay, es kann losgehen. Es ist sehr hell, also nicht wundern, wenn ich so ein bisschen komisch gucke. Dann schauen wir mal, wie sich das jetzt hier verhält. Akku ist voll und dann schauen wir mal. Okay, das klingt sehr anders. Ich meine, gut, das hätte ich auch erwartet. Auf jeden Fall etwas leiser, aber wirklich komplett andere Tonart einfach. Und die scheint darauf nicht so gut abgestimmt zu sein. Ja, die zittert sehr stark. Und vor allem bei wenig Gas, damit man das erkennt, wackelt die auch so ein bisschen. Und das ist scheinbar massiv, also es fühlt sich so an, als wäre das massiv weniger Leistung. Also wirklich massiv, massiv weniger Leistung. Boah, okay, das ist komplett komischer anderer Ton. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es so anders klingt. Ja, ganz anders, also es ist irgendwie, es ist nicht direkt weniger Leistung oder mehr oder so. Aber unten rum, sag ich mal, bis 50% Gas. Hier so, da passiert gar nichts. Und da drüber geht das Ding dann doch ganz gut ab. Das ist echt interessant. Also wirklich komplett anderes Flugverhalten einfach. Schauen wir mal, wie schnell das Ding so ist. Okay, langsam ist das Teil auch nicht. Und halt wie gesagt, ganz anderer Ton. Auch mal in die Richtung hier, in die es auch schneller sein sollte dann. Boah, ja, okay, es wackelt echt heftig. Aber ich glaube, so von der reinen Endgeschwindigkeit ist das gar nicht mal viel langsamer. Es ist halt nur so, sag ich mal, von 0 bis 50% Gas passiert halt echt so gut wie gar nichts. Und darüber erst. Ja, und wenn ich jetzt hier Gas gebe, seht ihr ja, schon relativ ungleichmäßig. Aber das könnte man ja alles abstimmen, so. Das ist ja einfach nicht richtig getuned, denke ich mal. Ja, das ist extrem. Auch wenn ich hier so einen Flip mache. Ja, seht ihr, wie das Ding komplett instabil ist und so rumzittert. Ja, das war mit den 3-Blatt-Propellern nicht. Ich habe jetzt nichts am Tunen oder irgendwas geändert, ne? Also es ist 1:1 der gleiche Kopter, einfach nur die Propeller halt anders. Ja, krass, dass das so einen großen Unterschied macht. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Also die Tonart hätte ich erwartet, klar. Vielleicht auch nicht so drastisch, aber hätte ich schon erwartet.
Aber dass sich das so dramatisch anders fliegt, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, weil, also wie gesagt, untenrum gefühlt nichts an Leistung, ist natürlich nicht schlecht, weil man so relativ schön das Ding kontrollieren kann, hier so schön nah am Boden fliegen kann und so. Trotzdem, wenn man dann über 50-60% Gas geht, ist die Leistung halt trotzdem irgendwie da. Ja, aber halt extrem schlecht abgestimmt auf diese Propeller, wie man halt ja, unschwer erkennen kann, denke ich mal, wie das Ding herumzappelt und vibriert. Ja, krass. Jetzt bin ich umso gespannter, wie dieses Ding mit diesen Vanover-Propellern fliegt, die ich ja sonst immer benutzt habe. Ja, ob das ja auch immer schlimmer abgestimmt ist oder ob sich das Ding dann auf einmal perfekt fliegt. Das wäre natürlich interessant. Boah, ist echt interessant. Was mir da gerade so einfällt, was man ja eigentlich mal machen könnte, also ich weiß nicht, inwiefern das einfach möglich wäre, aber man könnte ja mal sowas Ähnliches versuchen, probieren, wie auch immer, in Betaflight einzubauen, was so Autos auch haben, dass die sich quasi so selbst anlernen. Also wenn man, dass die so selber die eigenen Gyrodaten auswerten und dann selber versuchen, sage ich mal, Einstellungen zu machen im Flug, um sowas zu verbessern, weil das wäre natürlich mega cool. Dann könnte man jetzt einfach andere Propeller drauf machen und dann würde sich das Ding vielleicht am Anfang scheiße fliegen und dann realisiert der Flugcontroller, okay, dies und das muss ich vielleicht etwas verstellen, weil dadurch wird das meistens besser und dann verstellt er das und dann fliegt das Ding besser während des Fluges. Das wäre natürlich mega geil. Ich meine, so ist das bei Autos ja auch. So, wenn man einmal die Batterie bei so einem Auto abhat und danach wieder neu dran macht, dann merkt man, am Anfang laufen die auch richtig unruhig. Und irgendwann realisieren die so, ach ja, dies und das passt nicht ganz richtig, da ist zu wenig Sprit gewesen, da war zu wenig Luft. Und dann stellen die sich ja so ein, quasi von selbst, um sich so zu verbessern. Und das könnte man ja natürlich hier auch zumindest ein bisschen machen. So, und da ist der Akku auch schon wieder leer, dann komme ich mal langsam hier rein. Okay, und ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Ist auf jeden Fall interessant. Ich hätte, wie jetzt auch schon so oft gesagt, nicht so einen großen Unterschied im Flugverhalten erwartet. Ich hätte gedacht, dass sich das relativ ähnlich fliegt, weil beim 3 Zoll hat sich das auch eigentlich sehr ähnlich angefühlt. Nur halt, dass der Ton wirklich ja, auch schon dem vom 3 Zoll sehr nahe kommt. Ob ich die jetzt hier drauf benutzen würde, ich weiß es nicht. Wenn man die richtig abstimmen würde, vielleicht ja. Aber jetzt so gerade gefällt mir das echt nicht so gut, weil das Problem ist halt irgendwie, dass die untenrum nicht so wirklich viel Leistung haben, was ich eigentlich eher erwartet hätte von denen hier. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, nervig. Das finde ich eigentlich ganz geil bei diesen größeren Koptern, dass sie halt so richtig Drehmoment untenrum haben und dann so richtig schnell so, ne, mal eben sich hochziehen können oder so. Und das ist ja hier irgendwie dann jetzt nicht mehr so ganz gegeben. Also wie gesagt, natürlich ist das Ding nicht richtig abgestimmt. Wenn man das richtig abstimmen würde, würde das wahrscheinlich komplett anders anfühlen. Aber darum ging es ja jetzt nicht, sondern ich wollte jetzt wirklich einen 1:1 Vergleich machen und schauen, was quasi passiert. Das haben wir jetzt gesehen. Ist es sinnvoll, diese Propeller jetzt direkt zu kaufen und alle drei Dreibler-Propeller direkt wegzuschmeißen? Nee, definitiv nicht. Ist es sinnvoll, das mal auszuprobieren und vielleicht ein bisschen Zeit zu investieren, das zu tunen? Ja, doch, auf jeden Fall. Wie gesagt, beim 3 Zoll hat mir das extrem gut gefallen. Hier jetzt ja nicht so wirklich, aber ausprobieren kann man es ja mal. Und ich würde sagen, das war es auf jeden Fall wert, die 2-3 Euro mal auszugeben für die Propeller. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann und tschüss.